Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, ja, Borderlands 3. Und dieses Mal wollen wir nicht mit Hetmanlock sprechen, sondern die KDK. Die kämpfen ja gegeneinander und wir wollen sie ein bisschen unterstützen dabei. Krass, ach so, nee, das war der falsche. Krass, dass wir die KDK unterstützen. Also beide, und jetzt, beide. Wieso lachst du so blöd? So. Bah. Nice. Oh. Das ist ein bisschen Iridium. Flatsch. Ich denke, ich komme jetzt da durch. Denkst du, ne? Wir haben fast 500 Iridium, das ist natürlich geil. So. Ja, genau. Da. Oha. Aber auf der richtigen Ebene sind wir, ja. Gut. Also einfach nur durchpesen. Dum, dum. Voll gegen den Baum. So. Ich bin mal gespannt, wie wir die aufhalten wollen. Ach so, der hat den Gleiter nicht. Da. Da rein. Upsi. So. Das ist Tyrens Ding. Badass. Grüß Gott. Na dann, hallo Jungs, hier kommt der Bär. Oh, da komme ich ja wieder nicht durch, ne? Verdammt. Kann ich hier hoch? Nee. Na gut. Ah, verdammt. Der ist einfach zu groß. Alter. Alter. Junge, Junge, Junge. Was geht denn hier ab? Irgendwo ist hier Claptrap. Auf der anderen Seite? Nein. Unter mir? Ja. Der hier wollte sich mit einem Generator verbinden. Klassischer Anfängerfehler. Ich meine, wir alle stehen auf Generatoren. Man muss nur klug vorgehen. Wie sich okay. Heraussteht, lässt sich Liebe doch synthetisieren. Mit einem gängigen Liebesmodul. Auch ohne Magnetismus ist meine Anziehungskraft unbestritten. Was ist nur los mit dem? Gibt es hier noch jemand?
Ach, das ist der Greifer, ne? Mit dem müssen wir dann eine Bombe. Gibt's hier aber? Irgendwo muss es doch noch einen geben. Ah, gesperrt, okay. Da geht das Kabel nach da oben. Was müssen wir jetzt hier machen? Töte Team Tyrene. Ah, das ist ja tot. Hat es sich wieder verbuggt oder scheint es nur so? Wie cool, hier kann man sogar auf das fette Haus. Nice. Oh, hier als Sniper, ne? Ah, wohin? Da gibt es eine coole Kiste. Aber was mache ich jetzt hier? Komme ich dahin und dann dahin? Vielleicht. Nee, ich glaube, da hoch komme ich nicht. Ah. Nicht mal der Iron Bear kann das einschlagen. Ja, muss er ja auch nicht. Boah. Wo gibt es hier noch jemand? Kann ich von hier da drauf? Nee, das ist viel zu weit weg. Nee. Wahrscheinlich ist es ja genau vor mir. Tötet Team Tyrene. Nee, hab ich doch gemacht. Das da hier ist gesperrt. Ah, vielleicht komme ich von hier rauf. Ja! Juhu! Und jetzt? Ja, okay, das ist gemein, stimmt. Aber ich will ihn. Ich will ihn ein bisschen locken. Oh. Yeah, nice. Oh. Oh, das ist gemein. Hat er den gerade weggeschleudert? Das ist ja lustig. Ich weiß gerade nicht, ob wir das Richtige machen. Ich glaube nicht. Weil es zeigt immer noch nach da. Ja, ich geh mal runter. Und tschüss, KDK Radio. Der nächste Schluck geht auf mich. Mach so weiter und ich schluck was von dir. Ich bin weiblich, ne? Okay. Ich glaube, das war die
falsche Nummer. Also später werden wir wahrscheinlich das trotzdem benutzen, weil sonst können wir da ja nicht drauf, ne? Glaube ich. Aber wo soll ich denn dann noch hin? Ah, hallo. Oh, das gab nur einen, oder was? Nee, schon mehr. Wo sind denn noch Truppen von Tyrene? Ah, da leuchtet was Blaues. Ja, aber eine Pistole. So, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Soll ich den kaputt schießen? Kann ich den kaputt schießen? Sieht nicht so aus. So. Ich muss sicher irgendwie das aktivieren. Aber wie? Der Generator läuft eben wie schon gesagt nach da drüben. Und da endet er. Ich komme echt nicht klar gerade. Was ist hier? Hier ist gar nichts. Okay. Ich hole mir mal gerade die Kiste. Oh, das ist die Tracker-Ding. Aber mit Feuerrate 3,1 Sekunden, das ist nicht ganz so super. Gibt trotzdem 1000. Ja, Jungs, ich weiß echt nicht, was da gerade abgeht. Irgendwie. Also, entweder bin ich zu dumm und sehe es nicht, oder. Borderlands ist gerade ein bisschen verbuggt. Verbuggt und zugenäht. Hey, mich irritiert das total, dass es immer noch heißt, töte Tyrenes. Tyrenes Team, weil hier lebt niemand mehr. Vielleicht lebt noch irgendjemand in einer Hütte. Ja. Und ist nicht rausgekommen. Ach Gott. So, oh Mann, ich dachte, dieses Rädchen ist nicht hier, sondern da drüben und man kann dagegen schießen.
Also, ich glaube hier, so, wenn wir da rumfahren, kommen wir, glaube ich, ins Lager von dem super süßen Troy. Und dann. Und dann, genau, und von hier müssen wir eben die Bombe mitnehmen. Und dafür müssen wir, glaube ich, diesen Hebel da umnieten. Hat er es gesperrt? Warum ist er gesperrt? Verdammt! Weil er keinen Strom hat wahrscheinlich. Aber wie bekommen wir hier Strom? Oh. Ich sehe es gerade halt echt nicht. Ich sehe es halt wirklich nicht. Wir machen das mal so. Ich suche hier jetzt mal offscreen. Und ja. Schau mal, ob ich das irgendwie hier herausfinde. Gut, dann bis gleich, ne? Oh ja! Der Kammerdieb hat Team Tyrene gekillt! Pech gehabt, Ty! Lang lebe Gottkönig Troy! Gottkönig? Die ist schon klar, wie das klingt. Wechselt! Gut. Ja, wie ich schon dachte, es war einfach ein Bug. Also, ich stand hier oben und habe hier rumgeschaut und dann plötzlich sind die nach so einer halben Minute oder so gespawnt. Also war echt ein bisschen verbuggt dann. Gut, also, jetzt ist der auch nicht mehr gesperrt. Jetzt haben wir endlich alle gekillt. Und jetzt? Eskortiere die Bombe. Ah, jetzt kommt sie. Kann ich da hoch? Nee. Oh, verdammt. Verdammte Schienen. Die Bombe steckt fest. Hilf doch mal mit einem kleinen ballistischen Schubs nach, bitte. Ja, weil das hilft, sicher. Warte, ich nehme das Auto. Oder den Zyklo. Sie braucht noch einen Schubs. Alter, der ist ja heftig schnell. Die Kiste ist im Eimer. Alter. Jetzt lass mich mal in Ruhe hier. Ich stecke ja schon in der vollen Bühne drin. Uiuiui, was war das denn für ein hyperaktiver Sauerhaufen? Aber war ein bisschen knapp. Oh, Troy, sieht aus, als hätte der Kammerdieb es auch auf dein Team abgesehen. Die fliegen gleich in die Luft. Niemals. Team Troy hat alles im Griff. Ich drück die Daumen, Kammerdieb. Nur dies eine Mal. Bring das Ding wieder in Bewegung. Ich werde dir den Tag versauen. Danke. Nächster. Du hast dich ganz gestohlen. Streut mein Arsch über die Pubertät. Tyrene wird mich beschützen. Was? Streut die Asche über die Pubertät? Troy, dein Team wird sowas von geröstet. Ach, verdammt. Komm schon, Team Troy. Mach den Kammerdieb platt, sonst... Verfüttert euch eure Einzelteile an die Grogs!
Das Teil steckt fest. Befreie es mit ein paar Kugeln. Naja, gleich. Diese Blagen sind sowas von auf dem Ego-Trip. Die haben wohl zu lange in den Spiegel geklotzt. Das sind Monster. Ich habe in meinem ganzen Leben noch in keinen Spiegel geschaut. Und es hat mir nicht geschadet. Überhaupt nicht. Ein Schuss sollte sie wieder in Bewegung bringen. Ja, genau, hier waren wir ja vorhin. Gleich habt ihr verkackt, Troy. Verkackt? Nein, Team Troy, haltet den Kammerdieb auf. Wie komme ich denn da hoch jetzt? Habt ihr einen Augenblick Zeit, über die Zwillingsgötter zu sprechen? Naja, dann gehen wir halt außen rum. Der Kalypsus, die arbeiten jetzt ja nur für Roy, eigentlich, bei Terry. Heißt es ja wieder, dass wir jetzt wieder eine Stunde warten müssen, bis der Rest von Team Roy aufkreuzt. Für den Opferstock? Was ist los mit euch?
Strengt euch doch wenigstens an! Naja, der eine hat's gemacht. So. Bringen wir es hinter uns. Na dann, es ist Zeit für die Show, Kammerjäger. Wirf die Bombe und sieh zu, wie das Feuerwerk sein feuriges Werk tut. Ja, Zeit für einen fetten Knall. Okay. Sollte ich dann nicht weggehen? Nicht hier. Das war zwar nicht wirklich eine Explosion, aber das sollte reichen. Nicht mal eine Bombe können die KDK vernünftig bauen. Jedenfalls sind beide Teams tot und wir haben gewonnen. 1:0 für Team Jacobs. Komm zurück, wenn du bereit bist. Deine ganzen Leute sind mega Maute. Und nur so zur Info. Ty, der Kammerdieb hat beide Teams ausgeschaltet. Oh, klare Arschkarte. Die sind einfach zu dumm. Gut. Ja. Naja, okay. Ich hätte es auch komisch gefunden, wenn ich, also an sich war es schon komisch, dass ich von hier aus die Bombe zünden, also hab zünden müssen. Und naja, egal. Gut, und jetzt sprich mit Clay. So, sprich mit Clay. Clay ist wieder da oben. Das heißt, so. Wieder zurück. Da geht's hoch. Schauen, was Clay will. Warum? Halt dich bitte zurück, ja? Mose. Hier. Hey, Clay. Dann hoffen wir mal, dass die Kalypsos sich auch weiterhin gegenseitig wegen jedem Scheiß töten. Macht unseren Job viel leichter. War wieder mal eine Freude, mit dir zu arbeiten, Schlitzohr. Ich nehme Fahrt auf. Hey. So, 29. Das ist hier schon mal was. Gut, dann wollen wir mal Skills ausgeben. Den da. Welche, ich glaube, wir... Krypto. Ja, das ist natürlich auch gut. Das ist auch gut. Aber der Schaden ist halt weniger. Okay. Versuchen wir es mal wieder damit, weil dann haben wir wirklich gute Reichweiten. Schießungsding. Gut. Wohin müssen wir? Jo. So. Wie es uns geht, das machen wir dann die nächste Runde. Danke fürs Zuschauen. Ja, ja. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bye bye.